So, hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Paterapeut und Beziehungscoach in Hamburg und Berlin. Hauptsächlich, nicht nur. Genau, heute dürft ihr euch freuen auf das schöne Thema Dating in der Polarität. Was heißt denn das eigentlich? Morgens übrigens keine, da schneide ich wahrscheinlich nochmal vor das Video, ist keine Liebeship-Party. Gibt es immer noch ein paar, die wir scheinbar nicht erreicht haben. Geht nicht wegen Corona. Ist verschoben auf den 16.04.2021 in Berlin und hoffe, wir haben jetzt alle erreicht langsam. Ja, also vorab noch. Selbstliebe-Challenge geht bald wieder los und es gibt ja auch, passend zu diesem Video, die neuen Dating-Kurse extra für Männer und für Frauen, weil es unterschiedliche Dinge sind. Und ich wollte mal ein bisschen was sagen zum Thema Daten in der Polarität. Ist immer ein bisschen schwierig, weil ich immer denke, oh, gleich kommt die Genderpolizei. aber es ist jetzt, was ich sage, ist wirklich basiert wirklich auf. Ja, 20 Jahre Erfahrung als Paartherapeut und die ganzen Sachen mit den Kursen und Menschen beraten im Dating und schauen, was funktioniert nicht. Und ja, also wir können alles machen, aber manche Sachen haben eben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie funktionieren als andere. So, und in der Polarität daten heißt eigentlich nichts anderes, so daten, dass man sich total wohlfühlt. So, ne? Und Männer und Frauen, auch wenn das häufig versucht wird zu negieren, sind unterschiedlich. Ha! Und ohne diese Unterschiedlichkeit entsteht eben keine, auch das ist kaum zu glauben, aber entsteht eben keine sexuelle Spannung jetzt, ne? Das heißt jetzt nicht, dass das Thema Polarität auf heterosexuelle Beziehungen begrenzt ist, überhaupt nicht. Es gilt genauso in homosexuellen Beziehungen. Und es das heißt auch nicht, dass die Polarität zwingend ans biologische Geschlecht gebunden ist. Das ist wieder gut für die Genderpolizei. Das natürlich, ja, kann der Mann bevorzugt in der weiblichen Polarität sein und matcht dann gut mit einer Frau, die in der männlichen Polarität, eher in der männlichen Polarität ist. Überhaupt können wir jederzeit das andere abrufen, wenn wir es müssen. Frauen zum Beispiel rufen häufig ihre männliche Polarität im Job ab, aber wir reden halt über Dating, so, ne? Und ja, also es ist nicht festgemeiert, man kann anders und man kann auch es gerne anders ausprobieren, aber es funktioniert halt nicht so gut so, ne? Und ich wollte einfach mal über das frühe Dating mal kurz reden, wie es da aussieht. Und das ist jetzt nur eine Empfehlung. Also das heißt nicht, dass Beziehungen nicht anders zustande kommen können oder dass nicht irgendwo auf jeden Topf ein Deckel passt, aber um ja auch Sachen. Auch Sachen, die ich früher falsch gemacht habe und aber auch, wie gesagt, was ich von Klienten gehört habe und, um das ein bisschen einfacher zu machen, würde ich euch ja folgende Ratschläge aber mit auf den Weg geben. Also in der frühen Datingphase, das heißt also, man lernt sich quasi kennen oder man wird ja, also man ist in einer Situation, wo man das erste Mal aufeinander trifft. Wie sieht das da aus? Das sieht da so aus, dass also die Frau sucht aus und wie macht sie das? Häufig gar nicht bewusst, sondern indem sie dem Mann Rezeptivität für ihn signalisiert. Ne? Indem sie ihm irgendwie signalisiert, ja, ich finde dich cool oder du machst mich an oder ich finde dich hot. Und das ist jetzt eine Sache auch da wieder, oh Wunder, das hat die Natur natürlich schon längst, mein Gott, wir pflanzen uns fort seit Hunderttausenden Jahren oder Zehntausenden zumindest. Und ja, oh Wunder, hat die Natur hat das natürlich schon alles voreingerichtet. Das hat aber jetzt erstmal mit dem Liebeschip gar nichts zu tun. Das ist einfach, dass wir dann automatisch mehr oder weniger anfangen, Signale zu senden. So, ne? Und ja, eigentlich braucht es dafür nur, dass man nicht zu sehr im Kopf ist, sag ich mal, ne? Dass man. Ja, also aus Sicht der Frau heißt es einfach, ja, dass man sich ein Stück weit
fallen lässt, dieser Situation vertraut irgendwo, das macht, was man gerne machen möchte. Ich lasse jetzt bewusst mal heute das Thema toxische Beziehungen mal außen vor, weil da muss man manchmal doch ein bisschen in den Kopf gehen, aber bleiben wir mal beim Thema Dating einfach. Ja, und entsprechend, ja, sozusagen dem Mann, also wir haben jetzt mal bei dem Mann-Frau-Ding signalisiert durch, was weiß ich, ihn länger angucken, durch die Haare fahren, irgendwie sich neben ihn stellen, whatever, dass man interessiert ist. So. Und in der männlichen Polarität ist eben dann das wahrzunehmen, festzustellen, oh, finde ich auch hot und okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Und jetzt darauf reagieren muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass man sofort ein Date macht. Das kann es heißen, aber es heißt dann häufig einfach, dass man das Gespräch anfängt, so, ne? Oder das Gespräch sucht oder sich auch zuwendet oder dann irgendwann sagt, oh Mann, das war aber cool, kann man das wiederholen oder hätte gerne deine Nummer oder hast mal Lust, dass wir auf ein Corona-Bier gehen oder so, ne? Und ja, also mehr heißt es eigentlich nicht. Und der Mann sozusagen geht in die Aktion und so, also wenn man jetzt die bevorzugte Polarität bei der Frau weiblich, also in der weiblichen Polarität ist beim Mann die männliche, fühlen sich dann auch eigentlich beide wohl damit so, ne? Und das heißt jetzt aber nicht, dass jetzt vor allen Dingen fürs frühe Dating, das heißt jetzt nicht, dass man in einer Beziehung es auch mal andersrum sein darf und natürlich, das ist ja außer Frage, aber wir reden jetzt mal über Dating. Und ja, das führt halt dazu, ja, dass man nicht so in den Kopf geht und nicht so komische Sachen passieren, weil viele toxische Beziehungen fangen halt entweder so an, dass beide total in der Polarität sind, aber es passt von der Kompatibilität und vom Liebeschiff her überhaupt nicht, oder sie fangen so an, dass beide eben komplett außerhalb dieser Polarität daten. Das sieht dann so aus, dass der Mann vielleicht irgendwelche mysteriösen Signale gibt und die Frau versucht, ihn zu daten und ihn festzunageln und ihn und die Schritte zu gehen und ihn als erster küsst und ihn auf ein Date ausfragt und kommt komischerweise, auch wenn es einem nicht in den Kopf will, ganz häufig Murks bei raus. Ne? Könnt ihr gerne mal kommentieren, wie es euch damit geht. Und ja, und es kommt eben auch dazu, weil ja, Männer, keine Ahnung, also irgendwie häufig meinen, sie dürften das nicht mehr oder haben nicht mehr den Mut oder haben nicht das Selbstbewusstsein oder fühlen sich nicht wohl genug in ihrer eigenen Haut, das zu tun. Das sieht man, also ich kommentiere ja das auch auf, gerade hier ist auch bald vorbei wieder Love Island auf dem anderen Kanal und da sieht man das auch gut, dass es Männer gibt, die das beherrschen, das aus dem FF und haben wenig Probleme im Dating und es gibt Männer, gut, dass da jetzt andere Probleme sind und das ist, lassen wir mal alles das außen vor und es gibt Männer, die es eben nicht wollen, beherrschen und da nützt ihnen auch das gute Aussehen an irgendeinem Punkt nicht mehr so viel, weil es die Frau abturnt irgendwie so, ne? Ich habe es nicht gemacht. Es ist, wie es ist. Und also mein Rat wäre tatsächlich, an die Frauen nicht zu viel zu machen und wirklich das abzuwarten und dem Mann dann auch, ja, dem Mann dann auch zu zwingen, dass er die Schritte macht irgendwie und auch Vertrauen zu haben, selbstbewusst zu sein, dass man nicht in so eine Hektik kommt oder es dann selber macht irgendwie. Und vielen, also Männern empfehle ich ganz gerne, also wie soll ich mal sagen, dass sie zumindest vorsichtig sein soll, wenn sich eine Frau komplett vor die Flinte wirft, so, ne? Und also das wäre so mein Ratschlag an die Frauen, an die Männer, zu gucken, ob es nicht besser ist für den ganzen Dating-Prozess, wenn sie zumindest ein Stück weit die Frau wirklich erobert haben, irgendwie wirklich arbeiten mussten dafür, was tun mussten und nicht ja, sozusagen, dass sich jemand da sagt, hier, date mich, nimm mich. Scheint manchmal auch irgendwie Wahrscheinlichkeit, nicht immer, ne, dass eine ungünstige Dynamik daraus entsteht, auch eher wahrscheinlicher zu machen. Gut, alles weitere in meinen Datingkurs. Bin gespannt auf eure Kommentare. Und wir werden uns bald wiedersehen.